Ganz Verona ist in gespannter Erwartung. Die Stadt feiert das Fest ihres Schutzheiligen San Zeno. Mit einem Ball sollen die Feierlichkeiten beginnen. Doch schon am Vortag droht die Rivalität zwischen den verfeindeten Familien Capulet und Montagu zu eskalieren. Zunächst werden die Wogen geglättet, aber später auf dem Ball kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung. ...1971 uraufgeführt ist Romeo und Julia John Neumeyers erstes abendfüllendes Ballett. Seit Jahrzehnten hat das Werk seinen festen Platz im Repertoire nicht nur des Hamburg Ballett. In dessen 50. Spielzeit kommt das Werk nun zurück auf die Bühne der Hamburgischen Staatsoper. Neumeyers Verona ist nicht der lichtdurchflutete Traum einer italienischen Renaissance-Metropole, sondern atmet das durch die Rivalität der verfeindeten Familien geprägte soziale Klima der Stadt. Das Ballett konzentriert sich auf drei schicksalhafte Tage, an denen die Liebe zwischen zwei jungen Menschen regelrecht explodiert. Der Stoff der wohl bekanntesten Liebestragödie der Literaturgeschichte wurde schon oft für das Ballett adaptiert. Mit seiner Lesart setzte sich John Neumeyer über zahlreiche Ballettkonventionen hinweg und brach mit der langen Traditionslinie vorheriger Produktionen. Neumeyer bezog sich direkt auf Shakespeare und dessen Quellen, um der Geschichte auf den Grund zu gehen und seine eigene relevante Interpretation des Stoffs zu entwickeln. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Musik von Sergei Prokofjew. Eigens für das Ballett komponiert, ermöglicht sie die Entwicklung eines getanzten Dramas, den Regeln des psychologisch-realistischen Theaters folgend. Neumeyers Figuren sind glaubwürdige Charaktere. Im Mittelpunkt steht Julia, eine Außenseiterin, eine Missverstandene, die in ihrer Jugend gegen gesellschaftliche Konventionen rebelliert. Der Ansatz, emotionale Entwicklung allein durch Tanz auszudrücken, war zur Entstehungszeit des Werks vor mehr als 50 Jahren neu und im klassischen Ballett geradezu revolutionär. Neumeyer erzählt die Handlung ohne Worte, ausschließlich mit einem breiten Spektrum choreografischer Mittel. Jede Bewegung der zahlreichen Figuren hat eine psychologische oder eine gesellschaftliche Bedeutung. In ihrer Art zu tanzen spiegeln sich unterschiedlichste Gefühlszustände wider. In der Begegnung mit Romeo findet Julia ihre eigene Bewegungssprache und Romeo seine. Erst als Liebende tauschen sie sich im Tanz aus und werden so zum Spiegelbild des anderen. Doch die Tragödie nimmt ihren unerbittlichen Lauf. Am Grab der vermeintlich toten Julia kann Romeo nicht mehr tanzen. Und wenn Romeo nicht mehr lebt, tanzt auch Julia nicht mehr.